Mit Fußball haben wir hier auf diesem Kanal ziemlich wenig bzw. gar nichts zu tun. Trotzdem bringt uns das heutige Thema mal ein Fußballspieler. Und zwar ein Fußballspieler, den man wahrscheinlich auch kennt, auch wenn man sich nicht für Fußball interessiert. Und zwar Lionel Messi. Der ist ohne Frage einer der erfolgreichsten Fußballspieler der Welt. Das zeigen nicht nur seine sportlichen Erfolge, sondern auch sein Gehalt. Und von viel Geld kann man sich ziemlich viel geiles Zeug kaufen. Unter anderem beispielsweise auch einen Privatjet. Und der ist vielleicht nicht immer unbedingt nötig, aber da ist vieles möglich, wenn man es bezahlen kann und wenn man das haben möchte. Und deswegen schauen wir uns jetzt den neuen Privatjet von Lionel Messi mal etwas genauer an, gucken uns an, was das überhaupt für ein Flugzeug ist. Und wir schauen uns dann gleich auch mal an, welche Flugzeuge zum aktuellen Zeitpunkt generell für so manch reiche Personen interessant sind und warum das so ist. Damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Also, quasi gerade eben erst berichtete eine spanische Sportzeitung über den neuen Privatjet von Lionel Messi. Dabei handelt es sich wohl um eine Gulfstream 5 und um das Flugzeug kümmern wir uns gleich nochmal. Die wichtigste Info direkt schon mal vorweg, er hat wohl knapp 13,7 Millionen Euro dafür bezahlt. Und die sich ein bisschen auskennen, die denken sich jetzt vielleicht, knapp 14 Millionen Euro für eine Gulfstream 5. Das ist nicht so wahnsinnig viel Geld, die sind ja eigentlich teurer und außerdem hat das Flugzeug schon längst einen Nachfolger. Es ist also eine gebrauchte Maschine, ein Flugzeug, das er nicht neu gekauft hat. Und genauso ist es auch. Das spezielle Flugzeug, das Lionel Messi sich da jetzt gekauft hat, das ist wohl eine Gulfstream 5 aus dem Baujahr 2004 mit der Registrierung Lima Victor India Romeo Quebec, also ein in Argentinien registriertes Flugzeug. Die Maschine stand nach Presseinformationen in den USA zum Verkauf, stand dann lange Zeit in Buenos Aires, wurde dort für den Fußballer hergerichtet und wieder schön aufgehübscht, ein bisschen umgebaut wahrscheinlich. Und gestern konnte man die Maschine dann auf Flightradar zwischen Barcelona und Madrid fliegen sehen. Also das, was er sich da gekauft hat, ist auf jeden Fall schon mal ein gebrauchtes Flugzeug. Aber wieso denn auch nicht? Weil das ergibt wirklich aus vielerlei Hinsicht eine ganze Menge Sinn. Man kann auf jeden Fall auch als einzelne Privatperson mit genügend Geld zu einem solchen Flugzeughersteller hingehen und ohne größere Probleme einen entsprechenden Businessjet, ein Geschäftsreiseflugzeug oder halt eben einfach ein Privatflugzeug kaufen und bestellen. Und dann, wie für solche Businessjets üblich, kann man den dann auch nach seinen persönlichen individuellen Wünschen einrichten lassen. Hat also irgendwo große Ähnlichkeiten mit dem Autokauf. Entscheidet man sich dann aber für eine gebrauchte Maschine, dann hat das ganz klare, offensichtliche Vorteile. Die Maschine ist erstens deutlich, deutlich günstiger und vor allem sehr spontan und schnell zu haben. Man muss sich lediglich, wenn man nicht noch einmal wahnsinnig viel Geld investieren möchte, mit der vom Vorbesitzer genutzten Ausstattung zufrieden geben. Also es ist wirklich wie beim Gebrauchtwagenkauf. Dieser ganze lustige Schnickschnack und die coolen, aufwendigen Extras, die man alle irgendwie mal dazu kaufen kann, die kosten vor allem denjenigen wahnsinnig viel Geld, der sie als erstes haben möchte, der sie als erstes in das Auto oder ins Flugzeug einbauen lässt oder aber die Maschine direkt damit bestellt. Und dann im Laufe des weiteren Flugzeuglebens oder Autolebens fällt sowas immer weniger ins Gewicht und gehört irgendwann einfach dazu. Und da kann man eine ganze Menge Geld sparen und bekommt trotzdem ein ziemlich schönes Produkt. Also aus den eben genannten Gründen entsteht gerade für solche Businessjets ein wahnsinnig großer Gebrauchtflugzeugmarkt und der ist dann online einsehbar auf Internetseiten wie zum Beispiel aircraft24.com. Selbstverständlich wird die Auswahl, wenn man dann nach wirklich großen Jets sucht, dementsprechend immer kleiner, die ist dann nicht mehr ganz so üppig, aber man findet Flugzeuge und wenn wir jetzt nach einer solchen Gulfstream suchen, wie sie Messi hat, dann finden wir tatsächlich sofort ein Flugzeug, auch wenn das jetzt nicht genau das gleiche Modell ist, das Messi hat, aber wir finden eine entsprechende Maschine für einen Preis von etwa 20 Millionen Dollar. Wir haben direkt alle Infos parat, wissen, wie viele Stunden das Flugzeug hat, welche Ausstattung drin ist und so weiter und haben auch direkt einen Ansprechpartner. Ob Messi jetzt genauso ein solches Flugzeug gekauft hat, das wage ich mal zu bezweifeln, aber es besteht tatsächlich dieser Gebrauchtflugzeugmarkt und das kann so funktionieren. Wenn solche Flugzeuge dann ab und zu wirklich mal zum Verkauf stehen, dann findet man auf solchen Internetseiten auch tatsächlich große Boeing Business Jets oder Airbus Corporate Jets, also wirklich große Flugzeuge. Jetzt aber nochmal ein paar Infos zu dem eigentlichen Privatjet, den sich Messi jetzt gekauft hat. Wir wissen, es ist eine Gulfstream 5 aus dem Jahre 2004. Wie genau der Innenraum aussieht, das wissen wir nicht. Keine Ahnung, was der da hat verändern lassen oder wie der sich das alles nach seinen Wünschen hat ausstatten lassen. Aber von außen wurden auch ein paar leicht erkennbare Sachen geändert. Der Jet ist jetzt nicht wahnsinnig auffällig lackiert, aber auf dem Leitwerk prangt die Trikotnummer von Messi. Das ist die Nummer 10 und laut Presseberichten sollen auf den einzelnen Treppenstufen des Jets die Namen seiner engsten Verwandten stehen. Ja, nette Idee. Aber die Gulfstream 5 liefert auch ohne größere Veränderungen ziemlich nette Dinge. Also Gulfstream baut Langstrecken-Business-Jets
Und das, was diese Flugzeuge teilweise abliefern, das ist extrem beeindruckend. Die Gulfstream 5 wurde 1997 der Öffentlichkeit präsentiert. Das Flugzeug kostete damals bei der Einführung knapp 40 Millionen Dollar. Dafür bekommt man dann einen Jet, der knapp 30 Meter lang ist, also nicht mal 10 Meter kürzer als ein Airbus A320. Und das Ding wiegt dann beim Start mehr als doppelt so viel wie die ATR, über die wir gestern gesprochen haben. Und diese ATR 42, die bietet immerhin Platz für bis zu 50 Passagiere. Aber die Gulfstream, die schleppt dann auch mit knapp 18 Tonnen, 2 Tonnen mehr Gewicht in Form von Sprit mit, als die ATR 42 beim Start überhaupt wiegen darf. Die Kabinenhöhe von 1,88 Meter dürfte bei Messi ausreichen und dann bringt dieses Flugzeug Messi und seine bis zu 15 Passagiere knapp 10.100 Kilometer weit. Und da wird es dann noch richtig spannend, denn wenn die Gulfstream 5 so effizient oder so sparsam wie möglich fliegt, dann kann das Flugzeug über 14 Stunden lang in der Luft bleiben. Und dazu kann die Maschine mit Hilfe ihrer vergleichsweise riesigen Tragflächen und den beiden leistungsfähigen Rolls-Royce-Triebwerken am Heck auf über 15.500 Meter steigen. Das sind knapp 50.000 Fuß und damit kann die Gulfstream 5 nochmal knapp 7.000 Fuß höher fliegen als eine Boeing 787. Und die 787 ist wahrscheinlich aktuell so mit das Flugzeug, welches die effektivsten Tragflächen hat. Da machen dann irgendwann die Triebwerke schlapp. Etwas mehr als 190 Flugzeuge aus dieser Modellreihe konnte Gulfstream in den ganzen Jahren verkaufen, aber nicht nur an Privatkunden, sondern zum Beispiel auch ans griechische Militär oder auch an die US Air Force. Die nutzen knapp 10 Stück davon. Es sind halt einfach extrem leistungsfähige Flugzeuge für knapp 15 bis 20 Passagiere. Und man könnte sagen, dass in der Zeit, in der die Gulfstream 5 dann auf den Markt kam, dass dann das Wettrüsten bei den Business Jets erst so richtig ins Rollen kam. Also die Gulfstream 5 war eines der ersten Privatjets, eines der ersten Geschäftsreiseflugzeuge, die Reichweiten von über 10.000 Kilometern bieten konnten. Und dann ging es bei diesen Luxusklasse-Flugzeugen nochmal in ganz, ganz großen Schritten weiter. Zum Beispiel mit der G550, dem Nachfolger der Gulfstream 5. Die lieferte dann knapp 12.000 Kilometer Reichweite mit leistungsfähigeren Triebwerken, mit einem moderneren Cockpit. Es ist schlicht und einfach die verbesserte Variante der Gulfstream 5. Und mit Reichweiten von knapp 12.000 Kilometern ist man jetzt auch auf A330 Level angekommen. Diese Modellreihe bekam 2014 dann nochmal ein Update und da kam dann auch die neue G600, die ab dem Jahr 2019 dann an die Kunden ausgeliefert werden soll. Und ich denke mal, da reicht ein Blick ins Cockpit, um diese ganze Entwicklung, die dahinter steckt, mal so ein bisschen zu verstehen. Also die vier großen Bildschirme, die man da vorne sehen kann, die sind alle zum Anfassen. Und berührungsempfindliche Bildschirme oben am Overhead-Panel, die sieht man wahrscheinlich auch nicht so oft. Und damit diktieren diese Business Jets der Luxusklasse, die ganz oben auf der Liste stehen, eine Entwicklung, die früher oder später auch bei den Airlinern Einzug halten wird. Die Reichweite liegt übrigens auch hier bei knapp über 12.000 Kilometern. Und wenn man dann doch nochmal eine Ecke mehr braucht, doch nochmal ein bisschen mehr Platz und trotzdem in dieser Business-Jet-Schiene bleiben will, dann kann man auch die Gulfstream G650 nehmen. Die bietet dann mit etwas mehr als 30 Metern Länge und knapp 47 Tonnen maximalem Abfluggewicht nochmal eine Reichweite von etwas mehr als 14.000 Kilometern. Und das ist dann nochmal ein anderes Level. Seit 2012 konnte Gulfstream aus dieser Modellreihe, aus der G500 und der G600-Reihe, bereits über 300 Flugzeuge verkaufen. Ja, und selbstverständlich bauen auch andere Hersteller ziemlich beeindruckende Business Jets. Da sollte man auf jeden Fall Bombardier erwähnen. Die werden nämlich auch im Jahre 2019 ein ziemlich beeindruckendes Flugzeug bringen. Und zwar die Global 8000. Und das Flugzeug bietet in der Standardausstattung bei über 70 Millionen Euro Listenpreis etwas mehr als 14.500 Kilometer Reichweite und wird in dieser Kategorie dann in den nächsten Jahren wohl erst einmal der Benchmarkgeber sein. Etwas weniger erfolgreich, aber trotzdem sehr, sehr beeindruckend sind die Jets, die seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten von Dassault gebaut werden. Die Dassault Falcon 7X oder 8X sind dabei die aktuellen Modelle, die man gerade bei Dassault kaufen kann, in der ja, ganz oberen Liga. Und diese Flugzeuge werden zum Beispiel auch von Volkswagen betrieben, um wichtige Leute von A nach B zu bringen. Und die Dinger bieten eine Reichweite von etwa 12.000 Kilometern. Damit haben wir, glaube ich, geklärt, dass Messi sich da ein sehr schickes Spielzeug angeschafft hat und trotzdem geht diese Welt der Business Jets noch ganz, ganz üppig und vor allem scheinbar ohne Grenzen immer weiter. Und Messi ist selbstverständlich auch nicht der einzige Fußballstar, der ein solches Privatflugzeug besitzt. Wayne Rooney zum Beispiel, der Mann soll wohl einen solchen Dassault Jet besitzen, eine Dassault Falcon 900 LX, ein Flugzeug, das knapp 9 Meter kürzer ist als der Jet von Messi. Der Flieger ist auch eine ganze Ecke älter, war da aber nur unwesentlich günstiger als die Gulfstream 5. Und das Flugzeug bietet mit über 8.000 Kilometern Reichweite natürlich auch ziemlich beachtliche Werte. Der Fußballspieler Neymar entschied sich wohl, als er zum bestbezahlten Spieler der Welt wurde, für eine Embraer. Das Flugzeug ist ebenfalls eine Ecke kleiner als der Jet von Messi.
aber trotzdem ganz schick. Aber Ronaldo, der besitzt wohl ein Flugzeug, das dann doch nochmal eine Ecke größer ist. Und zwar soll der seit einiger Zeit in seinem Fuhrpark eine Gulfstream G650 haben. Und über die haben wir ja gerade eben erst gesprochen. Aber gut, wer weiß, in welches Flugzeug die da ganz genau am Ende des Tages ihr Geld investieren, ist ja auch völlig egal. Die wichtige Erkenntnis aus der ganzen Sache, aus dem Video, sollte eigentlich sein, dass dieser Markt an Privat- und Business-Jets, der ist auf jeden Fall da und der ist sehr groß und sehr vielfältig und da haben einige Flugzeuge wirklich extrem beeindruckende Leistungswerte zu bieten. Und was für den einen vielleicht in Anführungszeichen nur unendlicher Luxus ist, ist für den anderen ein wichtiger Ort zum Arbeiten und vielleicht die einzige Möglichkeit, um rechtzeitig von einem Termin zum nächsten zu kommen. Das sollte man durchaus bedenken, wenn man alle im wahrsten Sinne des Wortes als abgehoben bezeichnet, die ein solches Flugzeug ihr eigen nennen. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren da ein paar interessante Punkte mit dabei. Von mir aus können wir sehr gerne mal über noch mehr Flugzeuge solcher Art sprechen oder etwas genauer über die Flugzeuge solcher Art sprechen, weil mit Business Jets kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so wirklich aus, habe ich mich noch nicht wirklich mit beschäftigt. Finde ich aber extrem interessant und ich würde mir die Dinge gerne mal etwas genauer anschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich freue mich sehr auf euer Feedback, freue mich sehr auf eure Kommentare zu dem Thema und dann bis morgen, lasst es euch gut gehen und tschüss.